Wir stehen hier auf einem MTU-Prüfstand und blicken auf ein neues Motorkonzept der MTU. Wir erproben hier alternative Kraftstoffe für Industriemotoren. Damit machen wir uns bereit für die Zukunft. Wir sehen zukünftig zwei Herausforderungen auf uns zukommen. Das eine sind niedrige Emissionen, das andere sind steigende Dieselpreise. Der Motor hier ist die Antwort darauf. Er verbindet beides, indem wir niedrigste Emissionen erzeugen, deutlich niedriger als gefordert, und zum anderen alternative Kraftstoffe wie Benzin, Ethanol oder gasförmige Kraftstoffe verbrennen können. Mit der Universität Karlsruhe haben wir einen exzellenten Partner für die technischen Herausforderungen, die sich hier stellen. In Karlsruhe werden die Grundlagen entwickelt und fließen hier direkt in das Motorkonzept ein. Wir untersuchen an diesem Motor hier ein neues Brennverfahren, welches zwei Kraftstoffe benutzt. Im Wesentlichen ist das hier immer Diesel als ein Kraftstoff und der zweite Kraftstoff ist in unserem Fall jetzt hier Benzin. Aber grundsätzlich können wir natürlich auch Ethanol einsetzen, man kann Gas einsetzen, also alles ist möglich. Wir können auch Biokraftstoffe einsetzen. Wir haben das Brennverfahren hier zunächst erstmal entwickelt im geschichteten Betrieb. Also wir haben ein Benzin-Luftgemisch, ein homogen verteiltes Benzin-Luftgemisch im Brennraum erzeugt. Dann haben wir einen Diesel-Kraftstoffstrahlen eingespritzt und in den Diesel-Kraftstoffstrahlen hat es gezündet. Der nächste Schritt war dann, den Diesel etwas früher einzuspritzen, sodass sich der Diesel mehr verteilt im Brennraum, damit es an mehreren Stellen zündet. Und das Ergebnis ist dann komplett vorgemischt gewesen. Dort haben wir dann den Diesel sehr früh eingespritzt, sodass sich der Diesel auch im gesamten Brennraum in dem Benzin-Luftgemisch verteilt hat. Und dann die Selbstzündung eingeleitet wurde. Dadurch haben wir ein sehr sauberes Brennverfahren hinbekommen. Dadurch hatten wir eine so gute Verbrennung, dass wir ganz wenig Stickoxide, die haben wir um über 90% abgesenkt gegenüber dem ursprünglichen Verfahren. Und im Ruß sind wir auch deutlich über 50% weniger. Heute entwickeln wir Technologien an diesem Motor. Die Technologien brauchen wir, um zur richtigen Zeit unseren Kunden die richtigen Produkte zur Verfügung zu stellen. Die Erkenntnisse, die wir hier gewinnen, können wir direkt in die Entwicklung neuer Motoren einfließen lassen.